ground shake. Hallihallo, Hallöchen, meine flauschigen Freunde. Herzlich willkommen hier, euer Mr. Petty Games am Start mal wieder bei The Forest. Bei unserem Wäldchen. Und dies ist die erste Folge im Jahr 2015. Wow, wir haben endlich ein neues Jahr. Ich hoffe mal, dieses Jahr läuft einiges besser. Anderes vielleicht nicht so, wie es im letzten Jahr. Anderes vielleicht sogar ein bisschen schlechter mal wieder. Aber man weiß es nicht. Auf jeden Fall hoffe ich, alle, ihr habt Silvester gut überlebt und überstanden. Und und ihr behaltet es gut in Erinnerung, weil Silvester und sowas sollte man eigentlich nicht vergessen. Besonders wenn man es mit Freunden verbringt oder so. Oder ich weiß ja nicht, wie ihr Silvester verbracht habt. Ja, meins war ganz chillig. Gut, auf jeden Fall jetzt zurück bei The Forest. Auch schon länger her, wo die letzte Forest-Folge rausgekommen ist, weil ich in letzter Zeit ja dann Passing Pineview Forest aufgenommen hatte. Dieses Horror-Game. Dead Space 3 ist schon lang nichts mehr gekommen. Da werde ich wahrscheinlich jetzt auch demnächst die nächste Folge raushauen. Aber irgendwie kam ich da gerade gar nicht so dazu. Da hatte auch überhaupt keinen Bock, ehrlich gesagt, auf Dead Space 3, weil ich irgendwie im Moment total auf Horrorspiel war und da am Passing Pineview Forest, und da habe ich mir gedacht, ja, trotzdem muss ich mal wieder was anderes machen, dann hau ich jetzt eine Folge Forest raus und jo. Und ich könnte noch Stunden labern, so lange wie das lädt. Und es lädt und lädt. Ah, jetzt hat's mal geschafft. Sehr gut. So. Okay. Ah ja, genau, wir haben ja das letzte Mal hier, glaube ich, was eingepflanzt, ne? Entweder ist es für dort, weil wir so lange nicht mehr gespielt haben, oder ich habe keine Ahnung. Okay. Genau, und wir haben diesen Essensständer da gebaut. Wobei ich gerade überhaupt keinen Plan habe, wie ich an das Essen rankomme. Habe ich da irgendwie C? E? Irgendwas? Hallo? Naja, egal. Ich werde schon rausfinden, wenn ich kurz vorm Verhungern bin. So, gut, Energie sieht noch gut aus. Hunger habe ich auch keinen. Leben, Energie passt. Ich habe sogar ein bisschen Schutz dran. Mache ich mal hier ein bisschen lauter. So. Okay, hier habe ich Bäume schon gefällt. Ja, genau, ich hatte ja eine Idee. Ich wollte ja meins Eingeborenenlager schauen ins große Dorf, weil ich mal gucken will, ob die irgendwie auch schon voll die Partystimmung machen und ja, und ob sie mich schon erwarten oder ob die überhaupt schon wissen, ob ich da bin. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, haben die uns schon mal gesehen? Boah, Forest ist echt zu lang her, ne? Ich habe keine Ahnung, ob wir überhaupt schon mal Kontakt mit denen aufgenommen hatten. Ich glaube aber nicht. Bin mir nicht ganz sicher, keine Ahnung. Ein paar Blätter sammeln, Blätterchen, Blätterchen. Hallo? Blätterchen, Blätterchen, Blätterchen. Blätterchen. So, hier müsste doch irgendwo das. Ah ja, genau, das ist die unterste Hütte, müsste das sein? Ja, genau. Ja. Ah ja, genau. Kann ich gleich mal ein bisschen Stoff aufsammeln. Kann man ja noch gebrauchen. Sind das die weißen oder die blauen? Ich erkenne es gerade gar nicht. Mal essen. Okay, gut, das sind die falschen Bären. Ich habe nur Angst, dass ich irgendwie dann mal zu weit in das Dorf reinkomme. Und da stehen dann irgendwie gerade dann 10 Millionen von denen. So eine ganze Armee, und die erwarten mich dann schon.
Täusche ich mich oder sieht das Dorf in der Version anders aus als früher? Ich weiß nicht, irgendwie habe ich das anders in Erinnerung. Also der Baum ist auf jeden Fall noch da. Ah ja, und da vorne sind welche. Okay, 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 okay. Dann gehe ich mal lieber wieder zurück. Es wird doch dunkel, glaube ich, so wie es ausschaut. Nee, das tue ich mir dann lieber jetzt doch nicht an. Dann gehe ich lieber mal zurück. Was habe ich denn da? Chicory. Ich habe keine Ahnung. Ich habe auf jeden Fall jetzt Chicory. Na gut. Ach du Scheiße. Bleib, wo du bist. Die laufen auf jeden Fall immer noch so behindert wie Gorillas. Wie so kleine Chilis-Gorillis. Solange die mich jetzt nicht verfolgen, ist alles in Ordnung. Nur wenn sie jetzt näher kommen, dann fangen sie an, mir auf den Sack zu gehen. Ja genau, lauf mal schön weg da hinten. Gut, ja, sehr cool. Mariengold, oder keine Ahnung. Boah, hier ist sogar einiges davon, cool. Das kann ich gebrauchen. Brauche ich nur noch Aloe Vera. Und dann kann ich doch diese Heil-Dingsies, Heilkräuter herstellen. Das ist nicht schlecht. Ach, ich bin halt nicht. Hey, das sind ja echt einige. Cool. Ich hoffe mal, die kann ich irgendwie bei mir einpflanzen, dass ich die dann so selber züchten kann und so. In meinem Garten. Das wäre natürlich richtig geil. Das wäre richtig, richtig geil. Ah, Blaubeeren. Da müsste man auch die irgendwie bei sich anpflanzen können, so Blaubeeren, so dass man so einen richtigen Heilkräuter-Essensgarten-Dings hat. Ihr wisst schon, was ich meine, ne? Dass man halt einfach alles, was man so braucht, schon bei sich im Lager hat und nicht irgendwie immer 10.000 Kilometer durch den Wald latschen muss und wie ein Blöder jeden Strauch absuchen muss. Das ist natürlich auch irgendwie nicht so fresh, nicht so flauschig. So, auf jeden Fall, es wird echt dunkel, glaube ich. Probiere ich gleich mal, ob ich die Dinger da wo anbauen kann. Die Mariengold. Ob ich die irgendwie in meinen Garten reinklatschen kann und dann schaue ich mal, ob da was wächst. Auf jeden Fall habe ich gerade was eingepflanzt. Ich habe natürlich keine Ahnung, was das war. Hm, seltsam. Ich weiß immer noch nicht, wie ich die Dinger da runternehme. Hm, seltsam. Das wäre natürlich jetzt ziemlich behindert, wenn ich sie da ranhängen kann, aber nicht wieder nehmen kann, ne? Naja, okay. Ich würde mal sagen, dann schlafe ich mal eine krasse Runde. Voll krass schlafen. So, schlafen wir mal. Wird eh gerade volles Pisswetter. Ist das immer noch? Ja. So ein Pisswetter. Oh, Federn. Genau, ich könnte mir auch immer irgendwann einen Bogen bauen, ne? Federn. Federn! Der Strand hier ist auf jeden Fall auch einiges größer als in der letzten Version. Ich will mich echt darüber auf die Insel bauen. Ich weiß zwar noch nicht genau, wie ich das anstellen werde. Aber ich schaffe das schon irgendwie. Hm. Ich könnte es ja eigentlich mal probieren, ne? Das Ding brauche ich da. Und das brauche ich dann. So, nein, 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 nein. Nein. Anders. Dreh dich halt wieder. Ja, 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 so. Bleib halt so. Wow. WTF! Ah, mir ist kalt. Hallo, ich hab doch eh gedrückt.
Kann ich das da wohl gar nicht hinhören, oder was? Hä? Ich kann irgendwie überhaupt keine Mauer mehr setzen. Also irgendwas spastet gerade rum. Na gut, jetzt mache ich echt mal ein Feuer, weil dem kalt ist im Jungen. Oh, jetzt wärme ich erst mal auf hier. Blätter müssten wir ja genug haben. Ja, schon. Wärme dich schon auf. Ah, ich brenne. Oh, tut das gut. Gelöscht. Okay. Ich hab grad gemerkt, ich hab grad voll die geile Arschbombe gemacht. Wenn man so ducken, ne? Arschbombe. Ey, geil, da kann man echt Arschbomben machen. Huhuhu. Das ist ja mal sau cool. Oh mein Gott. Jetzt bin ich wieder in meinem Element. Jetzt werde ich wieder verspielt. Nee, okay, ich lasse das jetzt. Oh, da pflanzen. Oh, cool. Ey, sau cool, Aloe Vera. Obwohl ich das gar nicht gepflanzt habe. Sau cool. Und Samen auch. Okay, kann ich da gleich neu pflanzen? Ich sag mal. Sau cool. Aloe Vera habe ich eigentlich überhaupt gar nicht. Seeds used in gardens to grow plants. Ja, toll, aber was für Plants? Hallo? Muss ich die erst in die Hand nehmen oder was? Hallo? Du musst pflanzen. Ah, ja. Ach, ich hab keine Ahnung, ob ich jetzt was gepflanzt habe oder nicht. Werde ich merken. Ja. Ich wollte irgendwas machen. Irgendwas wollte ich machen. Ich weiß noch nicht was. Ja genau, ich wollte eigentlich die blöde Brücke bauen, aber irgendwie will es ja nicht. Dann baue ich mal. Was wollte ich noch? Nein. Ich wollte irgendwas bauen. Ich weiß noch nicht mehr was. Nee, ein Brot auch nicht. Ach ja, genau, so ein Ding wollte ich bauen. Baue ich mal, sag mal, irgendwie spastet das Spiel gerade rum. Baue ich halt, die sind mir aber zu groß. Baue ich halt so ein Ding. Baue ich aber voll viel Arme. Baue ich das hin? Das baue ich hier oben hin. Hier rum baue ich das. So rum. Dahin. Okay, ein bisschen was kann ich da sogar schon ranbauen. Ein bisschen was kann ich schon ranbauen, ja. Ja, 7 Arme, toll, ey. Was soll ich denn jetzt 7 Arme herbekommen? Kannst du mir das mal verraten? Solche Spaßvögel, ganz ehrlich. Na egal, die Blaupause, also den Bauplan haben wir auf jeden Fall schon mal gesetzt. Also wird demnächst dahin ein Totem gebaut. So. Jetzt wird mal gesaved. Safe State angelegt. So. Gut, dann würde ich mal sagen, das war's mal wieder von mir. Da wächst schon wieder was. Das war's mal wieder von eurem Mr. Paddy Games. Wenn euch das Video wie immer gefallen hat, lasst die Daumen fliegen und den Abonnier-Button bluten. Schaut auch bei mir in Instagram vorbei. Link wie immer in der Beschreibung. Das war's wieder. Bis zum nächsten Mal. Servus.